gibt nach wie vor viele Menschen, Kinder auf der Welt, für die das Leben nicht normal verläuft. Aber es sind sehr viele Familien hier, für die das Erlebnis Urlaub in dieser Woche das erste Mal stattfindet. Gerade im Lech am Adelberg kommen teilweise die Familien, die wir, die im Zeugenschutzprogramm sind, die wirklich unter Geheimhaltung neue Identität, Kinder, die entführt worden sind, Mütter, denen man nach dem Leben getrachtet hat, die werden gerade in Lech am Adelberg optimal behütet. Und jetzt möchte ich euch am Anfang einfach, bevor wir weitergehen zum Feuer machen, eine Quatschgeschichte erzählen. Wer mag noch Duft? Schmeckt lecker. Schön, dass ihr hier oben den Weg raufgefunden habt auf die Fliegeralpe. Thank you.
glaube, es sollte eine Aufgabe der Gesellschaft sein, dass wir diese Kinder und diese Mütter auch und diese Väter zum Teil auch, ich möchte nur ein Beispiel noch nennen, ein Salzburger Familienvater hat 3 Kinder und eine Frau. Die Frau stirbt an Krebs. Er bleibt jetzt zurück mit 3 Kindern. Ein Kind davon wurde behindert kam behindert auf die Welt, hat keine Ohren, atmet über den Hals und wird ernährt über eine Sonde. Und das Kind ist aber geistig völlig normal. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für diese unglaublichen und unvergesslichen Tage hier in Lech bedanken, zu denen jeder von euch seinen ganz individuellen Beitrag geleistet hat. Erster Gast, der uns heute eine Darbietung bringen wird, auch ein Kind, nämlich? Das ist der Niklas. Niklas, 9 Jahre jung. Er kommt aus Salzburg und kommt jetzt als Michael Jackson. Michael Jackson! Bühne frei! You've been hit by, you've been hit by a smooth. I can hear my lover call, come to me, come to me. So it's wonderful, and it's marvelous, that you should care for, that you should care for, that you should care for. Draw.